Madame hatte ihren Platz nicht verlassen. Abwechselnd behielt sie den Doktor und den Treppenaufgang im Auge. Maler rührte sich nicht. Nur ganz selten veränderte er leicht seine Position, wenn es ihm zu unbequem wurde. Dann saß er wieder still. Mariam begann langsam auf und ab zu gehen. Die Gefahr, die vom Treppenaufgang her drohte, wurde dadurch beschränkt, dass sich Wanda zwischen ihr und den Degenerierten auf der Treppe befand. Natürlich konnte es sein, dass sie Wanda überwältigen und dann ihre Chance ergriffen, auch sie und Dr. Mahler anzugreifen. Aber das würde sie hören. Darauf würde sie sich vorbereiten können. Trotz dieser nüchternen Gedanken war sie voller Sorge um Wanda. Sie trat an die Brüstung des Kirchturms. Die Motorräder, die sie in einiger Entfernung noch hatte sehen können, wie sie sich ihren Weg durch die verlassenen Straßen von Heilbronn bahnten, konnte sie jetzt nur noch hören. Sie waren nicht mehr weit, wurden aber von Häusern und anderen Gebäuden vor ihren Blicken verborgen. Mariam entsicherte ihr Gewehr und platzierte den Schaft auf der Brüstung. Noch bot sich ihr kein Ziel und sie war froh darüber, auch wenn es bedeutete, dass alle Degenerierten sich im Turm in Wandas unmittelbarer Nähe befinden mussten. Als sie unten auf dem Platz von ihnen angegriffen worden waren, hatte Mariam getan, was Wanda ihr beigebracht hatte. Sie hatte nicht überlegt und sofort zugeschlagen mit der tödlichsten Waffe, über die sie verfügte. Du darfst sie niemals schonen. Du darfst nicht versuchen, sie auf Abstand zu halten. Das würde ihnen nur Gelegenheit geben, dich erneut anzugreifen. Du darfst nicht lange überlegen. Mariam verstand das auf logischer Ebene, aber dennoch fühlte sie sich schlecht. Und jetzt hatte sie schon wieder eine Waffe im Anschlag. Jetzt, vielleicht 2 Stunden später, war sie schon wieder gezwungen, auf Menschen zu schießen. Sie würde es tun, keine Frage. Sie würde es tun, um Wanda, die Motorradfahrer, Dr. Mahler und sich selbst zu schützen. Sie würde es so gut tun, wie sie konnte. Sie, die Motorradfahrer waren da. 2 von ihnen rollten mit hoher Geschwindigkeit über den Platz unter der Kirche. Der hinterste, der vage weiblich wirkte, hielt etwas von der Kirche entfernt an, stellte seine Maschine quer und ging hinter ihr in Deckung, um dann das Visier seines Helmes nach oben zu klappen und damit zu beginnen, ein großes Gewehr, dessen Einzelteile er seinem Rucksack entnahm, zusammenzusetzen. Einer der beiden vorderen Späher brüllte etwas in Richtung Kirche und gestikulierte mit seiner Maschinenpistole. Die Degenerierten schienen etwas zurückzubrüllen, aber Mariam konnte es nicht verstehen. Dann 2 Schüsse in schneller Folge. Kurz darauf ein weiterer. Schreie hallten durch das Treppenhaus nach oben. Es musste Wanda gewesen sein. Keiner der Motorradfahrer hatte seine Waffe abgefeuert, aber das änderte sich schnell. Etwas flog aus Richtung Kirche über den Platz und prallte gegen den Helm des linken der vorderen Späher. Als das Wurfgeschoss, vom Aufprall gebremst, zu Boden fiel, glaubte Mariam eine Axt erkennen zu können. Noch bevor der Gegenstand auf dem Boden aufschlug, taumelte der Getroffene zurück. Der Motorradfahrer neben ihm hob seine Maschinenpistole und die Frau, denn Mariam war sich jetzt sicher, dass es sich um eine handelte, gab einen Schuss aus ihrer Waffe ab. Der Knall hallte weit durch die Ruinen der Stadt. Eine halbe Sekunde später mischten sich 2 kurze Salven der Maschinenpistole hinein und noch bevor diese Geräusche verklungen waren, schien auch Wanda erneut ihre Pistole zu benutzen. Der, der am Helm getroffen worden war, hatte sich schnell wieder im Griff und hob ebenfalls die Waffe. Er nickte seinem Kameraden zu und beide rannten in Richtung Kirche. Die Frau, die zurückgeblieben war, gab noch 2 Schüsse ab und behielt, soweit Mariam das, was sie sah, deuten konnte, den Eingangsbereich der Kirche im Visier. Mehr konnte Mariam nicht sehen. Für 20 Sekunden dauerte das Schießen und Schreien noch an.
Einzelne Schüsse mischten sich in das Rattern der Maschinenpistolen, und Mariam wusste, dass Wanda noch am Leben war. Trotzdem waren die Bilder, die die Kampfgeräusche in ihrem Kopf zeichneten, schrecklich. Später, als Wanda in Begleitung eines Motorradfahrers, der immer noch seinen Helm auf dem Kopf trug und von dem lediglich ein paar grüne Augen in tiefen, von Runzeln umringten Höhlen auf seine Menschlichkeit hindeuteten, wieder zurückgekommen war und Mariam in die Arme schloss, konnte das Mädchen in ihrem Gesicht lesen, dass es mindestens so schlimm gewesen war, wie sie es sich ausgemalt hatte. Ungeachtet dieser Tatsache stellte Mariam fest, dass Wanda, von einer kleinen Wunde an ihrem rechten Handrücken abgesehen, unverletzt war. Der Späher der motorisierten band Malas Beine los und warf Wanda den Tragegurt zu, ohne ein Wort von sich zu geben. Dann führte er Mala ab und Wanda und Mariam folgten ihnen. Sie verließen die Kirche zügig und Mariam versuchte, die Leichen der Degenerierten, die teilweise bis zur Unkenntlichkeit zerschossen waren, nicht zu beachten. Es gelang ihr nicht. Eva, wir kommen jetzt raus. Halt den Zeigefinger still, ja? Alles klar. Mariam beobachtete, wie die Frau mit dem großen Scharfschützengewehr ihre Waffe mit dem Lauf nach oben gegen ihr Motorrad lehnte und ihren Helm abnahm. Rote, kurzgeschnittene Haare kamen zum Vorschein. Dann zog sie ein Funkgerät, wie es auch Robbie bei sich gehabt hatte, hervor und gab einen knappen Bericht ab. Zumindest nahm Mariam das in diesem Moment an, denn verstehen konnte sie nicht, was genau die Frau sagte. Auch die beiden anderen Späher nahmen jetzt ihre Helme ab und einer von ihnen hob die Axt auf, die auf den Steinen des Platzes lag. Er drehte sie 2-3 Mal in seiner Hand, wohl froh darüber, dass sie ihn nur mit dem Stiel getroffen hatte, dann zuckte er mit den Schultern und verstaute sie in den Satteltaschen seiner Maschine. Der Grünäugige war an den Schläfen bereits ergraut und wirkte müde. Mariam wunderte das. Sollte er nicht aufgeregt sein? Sollte man ihm nicht ansehen, dass er gerade sein Leben riskiert und Leben genommen hatte? Stattdessen sagte er, als sie bei Eva angekommen waren, mit emotionsloser Stimme: Sie haben gelogen, Robbie ist nicht hier, Mala aber schon. Eva war darüber gar nicht glücklich. Nehmt ihnen die Waffen ab. Prompt hoben die beiden ihre Maschinenpistolen. Wanda gehorchte ohne zu zögern, auch wenn Mariam ihr ansehen konnte, dass es ihr schwer fiel. Die Antipathie, mit der Eva Wanda musterte, war unverhohlen und ging über einfaches Misstrauen weit hinaus. Wanda erwiderte den Blick der Rothaarigen mit steinerner Miene. Um die unangenehme Situation abzukürzen, sagte Mariam: Es war meine Idee. Mit Robbie meine ich. Ihr wärt sonst nicht gekommen, um uns zu helfen, oder? Mariams Worte klangen trotziger und aggressiver, als sie es beabsichtigt hatte. Eva wandte sich ihr zu, ohne eine Miene zu verziehen, und streckte die Hand aus. Deine Pistole. Mariam kam der Aufforderung nach und händigte ihre Waffe aus. Eva nahm sie entgegen und ließ ihren Blick dann so lange auf Mariam ruhen, bis es dem Mädchen unangenehm wurde. Grünauge meldete sich zu Wort. Sollen wir sie fesseln? Eva schien zu überlegen. Ihr Blick wanderte zwischen Dr. Mala und Mariam und Wanda hin und her. Nein, ihr werdet nicht versuchen abzuhauen oder uns Probleme zu machen, oder? Nein, werden wir nicht. Es war Wanda, die geantwortet hatte, und Mariam nickte nur. Gut, glaube ich euch. Die anderen werden bald hier sein. Aus welchem Loch habt ihr denn den Doktor gezerrt? Und Robbie ist tot, nehme ich an? Nicht durch unsere Hand. Er ist nochmal in die Schule gegangen, auf eigene Faust. Eine Freundin von Mala hat ihn erwischt.
In knappen Worten erzählte Wanda, was sich zugetragen hatte, seitdem die Motorisierten sie und Mariam in Robbys Obhut zurückgelassen hatten. Dass sie Robby erst auf diese Idee gebracht hatte, verschwieg sie. »Warum ist der Kerl euch denn so wichtig?« »Geht dich nichts an. Deine Geschichte kannst du später nochmal erzählen, wenn Armin da ist.« Mariam wusste, dass das der Name des Schwarzbärtigen, des Anführers der Motorisierten war. Die Rothaarige nickte mit einer befehlsgewohnten Geste ihren beiden Begleitern zu. »Kommt, bis sie mit den großen Karren hier sind, sollten wir vielleicht nicht mitten auf dem Platz herumhängen.« Wieder nickte sie, aber diesmal in Richtung eines kleinen Ladenlokals auf der anderen Seite des Platzes. Die drei Späher schoben ihre Maschinen. Der Grünäugige brach die Tür auf und blieb dann vor dem Lokal stehen, während Axtschädel, wie Mariam den anderen für sich getauft hatte, mit der Maschinenpistole im Anschlag die Räumlichkeiten einer schnellen Durchsuchung unterzog. Eine halbe Minute später gab Axtschädel sein Okay und sie liefen hinein. Sie setzten sich in zweiter Reihe an die Tische und schwiegen sich an. Es dauerte ungefähr 20 Minuten, bis das tiefe Brummen der LKW-Motoren zu hören war. Mariam vermutete, dass sie vielleicht an einigen Engstellen Probleme gehabt hatten. Eva meldete ihre momentane Position über Funk und wartete auf Bestätigung. Dann gab sie Anweisung, hinauszugehen. Das Willkommen war kurz und schmerzlos. Der Schwarzbärtige stieg auf der Beifahrerseite aus dem vordersten der LKW, dessen aufs Dach montierte Maschinengewehr selbstverständlich bemannt war und in langsamen Kreisen die Umgebung sicherte. Er äußerte in knappen Worten seine Freude darüber, dass außer Robby niemand verletzt oder getötet worden war, warf Wanda und Mariam einen abschätzigen Blick zu und zerrte dann Dr. Mahler hinter sich her ins Auto. Eva gab ihren beiden Motorradkameraden den Befehl aufzusitzen. »Was ist mit uns? Ihr wollt uns doch nicht ohne Waffen hier zurücklassen!« Mariam wollte schon den Mund öffnen, doch Eva kam ihr zuvor, indem sie sich noch einmal umdrehte und, während ihr Blicke auf Wanda und Mariam ruhte, etwas in ihr Walkie-Talkie sagte. Sie wartete die Antwort ab, dann rief sie, »Bleibt hier! Jemand holt euch ab!« Wanda zog Mariam zurück in das Lokal. Mehr, um sich die Zeit zu vertreiben, anstatt um ihr Bedürfnis nach Schutz zu befriedigen, durchsuchten die beiden die Küche und bewaffneten sich mit Messern. Sie redeten nicht viel. Nachdem sie alles Nützliche geplündert hatten, benutzte Wanda eines der Messer, um eine Konservendose mit Kartoffelsuppe und eine weitere mit Rotkraut zu öffnen. Sie tranken die Suppe eher, als dass sie sie aßen. »Meinst du, sie kommen wirklich wieder?«, fragte Mariam. »Ja, sie haben doch alle Trümpfe in der Hand. Sie brauchen uns nicht zu belügen.« Mariam fand, dass Wanda mit ihrer Einschätzung recht hatte. Dennoch kamen ihr die beinahe 2 Stunden, die es dauerte, sehr, sehr lange vor. Um die Wartezeit zu überbrücken, reinigte Mariam die Wunde an Wandas Hand, obwohl sie nicht viel Pflege bedurfte. »Nur ein Streifschuss mit einer Armbrust. Hab der verfickten Schlampe durchs Auge geschossen.« Mariam lächelte pflichtschuldig. Diese Seite an Wanda mochte sie nicht. Dann erneute Motorengeräusche und ein schäbiger grüner Kombi tauchte am gegenüberliegenden Ende des Platzes auf und rollte langsam auf sie zu. Sie kamen heraus und liefen ihm entgegen. Die Motorisierten hatten ihre Wagenburg auf dem höchsten Plateau eines Steinbruchs nicht weit der Stadt aufgebaut. Wanda und Mariam hatten geholfen, ein paar der Hütten und Bretterverschläge einzureißen. Die Feuer, die diese Leute machten, waren deutlich größer als die, die Wanda und Mariam sich erlaubten. Noch war die Sonne nicht ganz untergegangen, und während Wanda Versuche unternahm, die einzelnen Mitglieder dieses Trupps besser kennenzulernen und sie in Gespräche verwickelte, setzte sich Mariam auf das Dach des Kombis, mit dem sie hergebracht worden waren,
und starrte die Terrassen des Steinbruchs hinunter. Menschen waren auch so. Eine Oberfläche und darunter viele, viele Schichten. Ihre Waffen hatte man ihnen noch nicht wiedergegeben, aber sie waren auch nicht erneut durchsucht worden. Trotzdem hatte Mariam keine Angst. Vielleicht hatte Wanda ja recht, wenn sie sagte, dass diese Leute stark waren. Der Fahrer des Kombis war nett gewesen. Er hatte ihnen kommentarlos eine Plastikflasche mit Mineralwasser hingehalten und Mariam ein aufrichtiges Lächeln geschenkt. Mariam glitt in Gedanken und in der Zeit dahin. Sie fühlte sich schlecht, weil sie schon lange nicht mehr an Schütze gedacht hatte und an Gustav auch nicht. Sie fühlte sich schlecht wegen dem, was sie früher am Tag getan hatte, auch wenn sie wusste, dass es notwendig gewesen war. Irgendwann tauchte sie aus ihren Gedanken auf und bemerkte, dass Wanda vor ihr stand. »Komm runter von dem Auto. Sie wollen mit uns reden. Es ist unsere Chance.« »Unsere Chance für was?« »Komm.« Der Schwarzbärtige erwartete sie. Mariam konnte sehen, dass er misstrauisch war. Zuerst gab er ihnen zu essen. Keine Konserven diesmal. Fleisch von Hasen, die über dem Feuer gegart worden waren, und Kartoffeln, die anders schmeckten als alle Kartoffeln, die Mariam bisher gegessen hatte. Sie kleidete diesen Gedanken in Worte, und für einen winzig kleinen Moment schien so etwas wie Stolz in dem Schwarzbärtigen aufzuwallen. »Selbstgejagt, und die Kartoffeln sind aus eigenem Anbau.« »Schmeckt super«, sagte Mariam. »Eigener Anbau. Das bedeutete, dass diese Leute nicht, wie sie und Wanda die ganze Zeit über angenommen hatten, ständig in Bewegung blieben. Es bedeutete, dass sie irgendeine Art von Zuhause hatten.« Als sie fertig gegessen hatten, begann der Schwarzbärtige, sie zu verhören. Er wollte wissen, wie lange sie schon zusammen waren, wo sie herkamen, wen sie getroffen hatten und wie sie hierher gekommen waren. Er wollte wissen, was genau mit Robbie passiert war, warum sie Dr. Mahler nicht einfach in Ruhe gelassen hatten, nachdem Robbie erschossen worden war, und warum sie sich so sehr darauf versteiften, in der Nähe der Motorisierten zu bleiben. Wanda beantwortete alle seine Fragen. Knapp und präzise. Eine Gruppe von der Art der Leute, die uns heute in die Kirche gejagt haben, hatte uns gefangen genommen. Jemand hat uns befreit, das war in Frankfurt gewesen. Dann haben wir Anschluss an ein Lager gefunden, das kurze Zeit später von noch mehr dieser Dreckskerle überrannt worden ist. Das habe ich aber schon erzählt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, glaube ich. Es hat uns daraufhin nach Heidelberg verschlagen, aber die Leute dort waren schwach, nicht so stark wie ihr. Ich habe dort keine Zukunft für uns gesehen, darum sind wir nach einiger Zeit wieder gegangen. Es störte Mariam, dass Wanda Schütze einfach nur als jemanden abtat. Aber sie sagte nichts. Wanda sprach weiter. Ihr, ich meine bei euch. Wenn wir bei euch bleiben dürften, müssten wir keine Angst mehr haben. Wanda legte einen verletzlichen Tonfall in ihre Stimme, den Mariam noch nie vorher an ihr wahrgenommen hatte. Schön und gut. Und da habt ihr euch gedacht, wenn ihr uns Maler bringt, verbessert ihr eure Chancen? So ähnlich, ja. Auch wenn du uns bei unserer ersten Begegnung nicht viel Hoffnung gemacht hast. Wir wollten euch zeigen, dass wir etwas beitragen können. Der Schwarzbärtige drehte sich für einen Moment weg und starrte ins Feuer. Mariam nutzte die Gelegenheit, um die umstehenden und teilweise auf dem Boden sitzenden Mitglieder des Trupps einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Viele hörten gespannt zu, unter ihnen Eva, die Wanda nicht aus den Augen ließ. Manche allerdings waren in kleinen Grüppchen in eigene Gespräche vertieft. Auf der anderen Seite des Feuers erkannte Mariam Dr. Mahler, der ebenfalls einen Teller mit Fleisch und Kartoffeln vor sich im Schneidersitz auf dem Boden saß und aß.
Man hatte ihm die Kabelbinder von den Handgelenken geschnitten, aber rechts und links von ihm standen Männer, die ihn genau im Auge behielten. Wanda erhob erneut die Stimme. »Warum braucht er denn den Doktor? Warum ist er so wichtig?« »Er hat in Neckarwestheim gearbeitet, in gehobener Stellung.« »Neckarwestheim?« »Das Kernkraftwerk. Wir sichern sie.« In gewisser Weise hatte der Krieg auch seine Vorteile. Solange die Welt noch regiert worden ist, wäre das nicht möglich gewesen. Zu viele Interessen, Geld, zu viele Leute, die Energie brauchen. Diese Drecksläden jetzt sich selbst zu überlassen, wäre eine vertane Chance. Eine vertane Chance. Und diese Chance zu vertun, würde sich bald, früher oder später, als tragisch erweisen. Wir weigern uns einfach zu glauben, dass wir als Spezies, wir als Überlebende, nur ein letztes Zucken der Menschheit darstellen. Wir müssen unsere Katastrophe in einen Neustart verwandeln. Einen neuen Start für eine bessere Welt. Und das macht ihr, indem ihr diese Dinge abschaltet? Nein, die haben sich von selbst abgeschaltet. Trotzdem können wir sie nicht einfach so vor sich hinrotten lassen. Brennstäbe müssen unter die Erde gebracht werden. Es muss verhindert werden, dass es zu unkontrollierten Spaltungen kommt. Kühlsysteme und so. Noch gibt es genug Leute, die ein bisschen was von Physik verstehen. Jetzt haben wir noch eine Chance. Aber stell dir vor, was in 3 oder 4 Generationen passieren wird, wenn der Verfall der Kernkraftwerke immer weiter voranschreitet. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass dann noch genügend Leute fähig sein werden, etwas dagegen zu tun. Wir stehen also etwas unter Zeitdruck. Und es geht nicht nur um die Kernkraftwerke. Wenn wir diesen Planeten als für Menschen lebenswert erhalten wollen, gibt es noch sehr viel mehr zu tun. Mariam war mehr als erstaunt. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch niemanden kennengelernt, der in solchen zeitlichen Maßstäben und in so großen Begriffen dachte. Generationen. Welt. Wanda fragte weiter. Und in Neckarwestheim habt ihr Probleme? Ja, so ist es. Maler wird uns dabei helfen. Und dann, was macht ihr dann? Es gibt noch genug von den Dingern. Wieso fragst du? Ich frage, weil ich den Eindruck habe, dass du eine andere Gefahr deutlich unterschätzt. Meinst diese verblödeten Neandertaler, mit denen du so viel Ärger hattest? Sicher, die sind ein Problem, aber nicht unseres. Um die kann man sich später kümmern. Im Vergleich zu den Kraftwerken, den Sprengköpfen, die in Bunkern vor sich hinrosten, und den Chemikalien, die in wirklichen Tanks und Fabriken gären und an ihren Gefäßen nagen, ist das nichts. Ein Pfeil kann einen Menschen töten. Unkontrollierte Kernkraft und Chemie können riesige Gebiete für 1000 Jahre zu Todeszonen machen. Es geht hier um die Spezies, nicht um einzelne Schicksale. Das ist es, woran wir glauben. Das ist der Grund, aus dem jeder hier motiviert ist, aus dem wir so ausgezeichnet zusammenarbeiten. Mariam konnte sehen, dass Wanda sich eine andere Antwort erhofft hatte und dass es ihr schwer fiel, das Gespräch nicht in einen Streit zu verwandeln. Na gut. Also, wohin werdet ihr nach Neckarwestheim gehen? Nach Süden in die Schweiz. Da stehen 4 von den Dingern auf einem Haufen. Mehr oder weniger zumindest. In Wandas Kopf drehten sich die Rädchen und sie unterdrückte ein Lächeln. Wir kommen mit. Der Schwarzbärtige fuhr sich mit der rechten Hand durchs Gesicht, während er Wanda lange anschaute. Sie neigte ihren Kopf zur Seite und lächelte. Schließlich nickte er. Eine neue Stimme ertönte, eine, die Mariam schon kannte, aber die in der letzten halben Stunde nichts gesagt hatte. Evas Stimme. »Wir können keinen Ballast gebrauchen, oder sehe ich das falsch? Was könnt ihr denn?« Eine weitere Stimme meldete sich zu Wort.
Es war der Grünäugige mit den grauen Schläfen. »Sie können schießen. Ich habe es gesehen. Und die da«, er zeigte auf Wanda, »hat Eis in den Adern.« »Ist das so? Na gut. Kannst du Motorrad fahren?« »Ich kann es lernen. Ich lerne schnell.« Der Schwarzbärtige schmunzelte. Mariam staunte nicht schlecht, als sie den riesigen Kühlturm in den Himmel ragen sah. Noch mehr staunte sie, als sie bemerkte, dass das Kraftwerk keinesfalls verlassen war. Die gesamte nähere Umgebung wurde von weiteren Motorisierten kontrolliert. Wie viele mochten das sein? 100? 150? Sie hatten Posten eingerichtet, Straßensperren und Kontrollpunkte. Zwei Motorräder fuhren ihnen entgegen und nach einem kurzen Stopp und einem kurzen Wortwechsel zwischen Eva, die an der Spitze des Konvois gefahren war, und dem rechten der beiden neuen Motorradfahrer, wurde der Trupp des Schwarzbärtigen auf den Parkplatz eskortiert. Wanda und Mariam saßen auf der Rückbank des grünen Kombis, der sie aus Heilbronn herausgebracht hatte. Mariam sah zu Wanda, mit der sie sich die Rückbank teilte. Auch sie war völlig erschlagen von den neuen Eindrücken. Mariam war sich sicher zu wissen, was in Wandas Kopf vor sich ging. So viele, alle bewaffnet, alle mit Fahrzeugen. Wie zur Hölle organisierten sie das alles? Wo kamen ihre Ressourcen her? Wo der Treibstoff für ihre Autos? Und was noch viel wichtiger war, wie konnte sie es anstellen, diese Leute für sich einzunehmen? Und wie riesig diese Anlage war. Große, runde Kuppeln aus Stahlbeton schmiegten sich an Verwaltungsgebäude mit 8 Stockwerken oder mehr. Da waren noch andere Gebäude, und bei vielen von ihnen hatte Wanda keine Ahnung, zu was sie gut waren. Das ganze Gelände war beinahe einen Quadratkilometer groß. So groß, dass die Frauen und Männer der Motorisierten bei genauerem Hinsehen ziemlich verloren wirkten. Weder Wanda noch Mariam artikulierten ihre Gedanken. Sie waren ganz damit beschäftigt, das, was sie sahen, zu verarbeiten. Der Fahrer des grünen Kombis, der, wie sie inzwischen wussten, Leander hieß, lenkte sein Fahrzeug in einer Art und Weise zwischen den Gebäuden hindurch, die nahelegte, dass er nicht zum ersten Mal hier war, und hielt schließlich vor einem nüchternen Gebäude aus grauem Beton an. »Geht da rein, man wird euch ein Zimmer zuweisen. Sagt, dass ihr von Armin geschickt werdet.« Dann wandte er sich direkt an Wanda. »Morgen bringe ich dir Motorradfahren bei.« Das Gebäude diente wohl allen der Motorisierten als Unterkunft. Das Zimmer, das ein nörgeliger alter Kerl mit schlechten Zähnen ihnen zuteilte, war wenig mehr als ein Verschlag, in dem früher wohl einmal der Kopierer gestanden hatte. Aber was hatten sie denn erwartet? Ein Hotel? Sicher nicht. Es war warm und trocken und man konnte die Tür schließen. Zum ersten Mal nach einer Ewigkeit schliefen die beiden durch. Am nächsten Morgen machte Wanda sich auf die Suche nach Leander. Mariam trottete ihr hinterher, eingeschüchtert von der Umgebung und den umhereilenden Menschen, die ihr und Wanda wenig Aufmerksamkeit schenkten. Leander erwartete sie unten lässig auf einem Motorrad sitzend. Beinahe entschuldigend begrüßte er sie mit den Worten: »Ist nur eine 80er, aber für den Anfang reicht das. Hier ist dein Helm.« Gerade hatte Wanda einen Schritt auf Leander zugemacht, um den Helm entgegenzunehmen, da kam Armin zusammen mit Eva aus dem Gebäude heraus, in dem auch Wanda und Mariam untergebracht worden waren. Beide sprachen lächelnd miteinander, und als der Schwarzbärtige die drei und das Motorrad registrierte, zog er Eva hinter sich her und kam zu ihnen herüber. Er machte jetzt einen anderen Eindruck als zuvor. Etwas von der Anspannung, von der Last, die er als Anführer seines Trupps trug, schien von ihm abgefallen zu sein, und Mariam begriff, dass auch Anführer wie er ein Bedürfnis nach Sicherheit hatten. Auch Wanda nahm die Veränderung wahr, das konnte Mariam sehen, denn sie hielt mitten in der Bewegung inne und sah den beiden entgegen. »Klappt das?«
fragte der Schwarzbärtige freundlich. »Wissen wir noch nicht«, schmunzelte Leander. »Wir haben noch gar nicht angefangen.« »Dann mal los. Viel Erfolg.« Eva schloss sich an. »Ja, Hals- und Beinbruch.« Evas Gesichtsausdruck ließ sich nicht deuten, aber Mariam bemerkte, dass das Lächeln von gerade eben verschwunden war. Wanda überging die Bemerkung der Rothaarigen und wechselte das Thema. »Wie geht es mit Marla voran?« »Es geht so, wir kommen.« Er brach mitten im Satz ab, sein Kopf ruckte herum, sein Blick richtete sich auf einen Punkt in der Ferne, und dann konnte auch Mariam hören, was den Schwarzbärtigen aus dem Konzept gebracht hatte. Schüsse und Schreie. Er fluchte. Eva zeigte auf Wanda. »Was hat mit ihr zu tun? Ich hab dir doch gleich gesagt, dass wir sie zurücklassen sollen. Sie hat ihre Probleme hierher gebracht.« Die Stimme der Frau war in einem Grad Hass erfüllt, der jeglicher Grundlage entbehrte. »Bullshit«, fauchte Wanda zurück. Jetzt waren aus zwei weiteren Richtungen Schüsse und Geschrei zu vernehmen. Und es kam näher. Panik und Zorn flackerten in den Augen des Schwarzbärtigen auf, als er seine Pistole aus dem Gürtelhalfter zog und sie auf Wanda richtete. »Was hast du getan? Ist das der Dank für meine Gutmütigkeit?« »Was? Ich habe nichts damit zu tun, ich...« Weitere bewaffnete Motorisierte kamen aus dem Gebäude gelaufen. »Sie kommen von allen Seiten, sogar vom Fluss«, rief eine junge Frau, die mit einem Funkgerät herumwedelte und auf Armin und Eva zurannte. »Ich hab hier ihren Anführer dran. Er will mit jemandem reden, der etwas zu sagen hat.« Schwer atmend kam sie vor dem Schwarzbärtigen zu stehen und streckte ihm das Walkie-Talkie entgegen. »Ich bin nur Truppführer. Wo ist denn Matthias?« »Der antwortet nicht. Keine Ahnung.« »Gut, gib her.« Er drückte den Sprechknopf und sagte, »Wer ist da? Was wollt ihr?« Eine krächzende, blecherne Stimme mit einem merkwürdigen Akzent, die unter den andauernden Kampfgeräuschen, die von überall her zu hören waren, nur schwer zu verstehen war, erhob sich über das statische Rauschen. »Mein ehrwürdiger Vater nennt mich die Krähe. Mein Schwarm will alles und unsere Zahl ist Legion. Gebt auf, fallt auf eure Knie nieder und beugt euch dem Willen Gottes. Dann dürft ihr leben, wenn es mir gefällt.«